Botschaft für dich. Wir greifen die Energie von jetzt und schauen, was die Energien euch mitgeben möchten, welche Botschaft sie für dich, für euch haben, auf was du achten kannst, auf was du dich freuen kannst, vorbereiten kannst oder vielleicht auch, in was du mit dir selbst ein bisschen arbeiten kannst. Wir schauen jetzt mal nach. Ihr wisst, das sind Legungen fürs Kollektiv. Die Personenkarten sind geschlechterneutral. Und jetzt erstmal ein ganz, ganz liebes Hallo, einen wundervoll schönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich sende euch ganz, ganz viel Licht und Liebe, ganz viel positive Energie, glückliche Gefühle und einen ganz dicken Knuddler von mir an euch. So, wir schauen jetzt mal nach. Die Botschaft für dich. So, also. Egal, was du hörst, egal, was du siehst, woran du zweifelst, wo vielleicht ein bisschen ein Ärger gezeigt wird. Solche Themen heißt es für dich, lass dich bitte nicht aus der Ruhe bringen und lass dich nicht von deinem Konzept abbringen. Es hört sich vielleicht auch nicht ganz so schlimm an, wie du es vielleicht im ersten Moment denkst oder was du hörst. Also es hört sich schlimmer an, na, für den ersten Moment. Aber lass dich da nicht ins Zweifeln bringen. Du löst dich hier auch, wenn du dich hier auch löst von Themen, die dich beschäftigen, was vielleicht mit Neid, mit Hindernissen, mit Schwierigkeiten zu tun hat, mit Veränderungen. Wenn du da das Alte ablöst, löse dich von Altem ab. Das ist zu deinem größten Glück. Das ist der richtige Weg, den du gehst. Auch wenn es hier Ärger vielleicht, Auseinandersetzung gegeben hat, da löse dich. Lass dich nicht mehr reinziehen oder damit mit einbeziehen in das Ganze. Es sind Themen aus deiner Vergangenheit. Themen aus deiner Vergangenheit löse dir auch, löse dich von dem ab, denn diese Schwere brauchst du nicht. Das Glück ist eigentlich vor dir und möchte von dir gegriffen werden. Also nimm es auch an. Ganz wichtig, denn es wartet hier Größeres auf dich. Ich habe hier eine größere Veränderung für dich, für euch. Und da ist es auch so, da wird auch der lange Weg, den es jetzt die ganze Zeit hier gedauert hat, der wird hier auch gecuttet. Also da heißt es, der ist jetzt vorbei. Hier geht es auch um einen Neustart, um eine Veränderung, eine größere Veränderung. Die Themen, die du hast, und du spürst jetzt bestimmt, welche Themen das sind oder was es ist, die ziehen dir ganz viel Kraft. Und da ist auch so ein Stück, das die Ungeduld. Es muss jetzt. Bitte bleib in deiner Geduld. Was heißt denn deine Geduld? Hab einfach Vertrauen zu dir selbst. Das ist das größte Thema. Vertrauen zu dir selbst. Denn du kannst dir auch vertrauen. Vertrau dir wirklich. Du hast den Erfolg bei dir. Und egal, was es hier auch vielleicht, plötzlich, ein plötzliches Ereignis, was so vielleicht zu so dieser, oh mein Gott, ne? Was sich dann gleich erinnert, oh mein Gott, das war alles schon mal und das wird alles genauso wieder, ne? Du hast doch den Erfolg da, das Glück ist bei dir. Es hemmt dich hier einfach nur. Diese Themen, löse dich ab von dem. Sei zuversichtlich. Ich weiß, es ist leicht gesagt und manchmal ist es nicht so schwer, aber bring dich bitte, nimm hier die Zweifel raus. Sei dir 100% sicher, was du tust, denn du bist auf dem richtigen Weg. Wenn du dich ablöst und da von alten Themen, also nicht in dieser Energie, dann festhängst. Das Glück steht nämlich wirklich direkt vor dir. Du hast den Erfolg bei dir. Ich habe beruflich positiven Erfolg hier bei dir liegen. Da ist auch ein kleines Geschenk, was auf dich wartet. Es ist zwar jetzt nicht so groß, aber es ist der Erfolg definitiv bei dir. Und hier geht es auch um Themen aus deiner Vergangenheit, Familie. Hier heißt es da, lass dir bitte keinen Druck machen, setz dich selber nicht unter Druck, von nichts und niemandem. Auch wenn es jetzt die Vergangenheit nicht betrifft, aber irgendwie sind es hier die Themen bei dir. Und wenn hier irgendwie jemand dir Druck bereitet, was dich dann ungeduldig, diesen Druck, ich sehe diesen energetischen Druck hier bei dir sehr stark. Lass dich von nichts und niemandem unter Druck setzen, ne? Weil dann zweifelst du zu schnell, dann kippst du mir und das ist nicht positiv, ne? Braucht es nicht. Hier, der Erfolg, die Fülle, alles ist da. Es steht doch alles für dich bereit. Wir haben positive Ereignisse. Was haben wir hier? Noch ein Geschenk für dich, woran du zweifelst, wo du denkst, da tut sich eh nichts mehr.
Möchte aber zu dir, definitiv. Denn es geht hier auch um Verbindungen. Es geht um Verträge, auch im finanziellen Bereich. Verträge, Verbindung im Allgemeinen. Die Fülle greifen für dich selbst. Geh in Verbindung mit dir selbst. Nimm dich selbst in den Arm. Liebe dich selbst. Ganz großes Thema. Was haben wir noch? So. Da. Die Liebe möchte nämlich auch hier den Weg wieder zu dir finden. Na? Also lass dich da jetzt mal bitte, bitte nicht stressen. Und wenn diese Themen, die ich hier bei dir liegen habe, stressen, passt perfekt. Ich sag's, hier haben wir die Karte, stressen. Na? Also unter anderem Stress. Das ist aber auch diese Themen. Na? Das macht dich krank. Es macht dich krank. Und da ist auch, zieh dich zurück. Weil du verausgabst dich hier. Muss jetzt nicht unbedingt mit einer Person zu tun haben. Aber dieses Verausgaben habe ich sehr stark bei dir liegen. Dieses Verausgaben, dieses, du lässt dich da rein stressen, du lässt dir den Druck machen, dann zweifelst du und nee, es wird hier abgelöst. Das möchte abgelöst werden, was lange gedauert hat. Und deswegen nimm diesen Stress auch raus, denn hier wartet Größeres auf dich. Der Erfolg ist definitiv bei dir. Das große Glück ist bei dir. Glückliche Gefühle, die möchten auch zu dir. Und da möchte auch, was deine Gefühle, die Liebe zu dir selbst betrifft, möchte auch die Verbindung zu dir selbst wieder aufgebaut werden. Und wenn du sagst, naja, habe ich doch schon, dann ist es vielleicht ein Hinweis für dich, dass ein kleines Stückchen noch fehlt. Aber das schaffst du. Das meisterst du mit Bravour, ich weiß es. Weil ihr schafft das alle, weil ich weiß, ihr habt die Energie, ihr habt die Power, ihr seid tough. So, und da haben wir es, ne? Hier, Wunscherfüllung. Das ist das, die Verbindung, Wunscherfüllung, das möchte verbunden werden, dass du hier zu deinen Wünschen kommst, dass du deine Ziele erreichst, dort ankommst, wo du hin möchtest. Hier, die Lösungen liegen für dich parat, sie stehen bereit. Du bist doch lösungsorientiert. So, was die Liebe betrifft, da kann ich dir auch sagen, da schaut es auch richtig gut aus. Denn auch in dem familiären, familiäre Beziehungen, da wird sich der Kreis auch wieder schließen. Da wird auch die Harmonie reinkommen. Hier wird es dir auch, tiefe Zuneigung wird dir auch entgegengebracht. Es kann der Wunschpartner sein. Es kann dein Partner sein. Es können Freunde sein. Aber Liebe ist ein ganz großes Thema bei dir. Und du wirst was auch mitbekommen. Das ist auch ein Geschenk. Ein Geschenk für dich selbst, weil du wirst auch mehr ins Spüren kommen. Mehr ins Spüren kommen, dass du sagst, es ist gar nicht mehr so schwer. Betrachte das Ganze mal von oben, aus der Vogelperspektive. Wo du sagst, im Moment ist es ja eigentlich gar nicht so tragisch. Ist ja eigentlich hier locker flockig, kann ich das alles hier meistern, definitiv. Auch wenn es um dein Kind geht. Na? Dein Kind vielleicht kränkelt es gerade ein bisschen rum. Oder es macht dir sehr viele Sorgen. Da haben wir auch wieder, du wirst die richtige Lösung finden. Setz dich bitte selbst nicht unter Druck. Vor allem lass dich von nichts und niemandem unter Druck setzen. Auch ein ganz großes Thema. So, jetzt haben wir nochmal den Erfolg bei dir. Ne? Den Erfolg, definitiv. Den hast du. Glaube daran. Ich habe hier auch den positiven Vertragsabschluss für dich liegen. Ne? Und auch wenn du vielleicht prüfst, es ist ein leeres Versprechen, ne? Nein, ist es nicht. Egal, was du hier auch mitbekommst, was dein Herz berührt. Hier wird auch sehr viel Empathie entgegengebracht. Und zweifle nicht an deinen Hoffnungen. Du wirst sie erreichen. Du wirst da genau da ankommen, wo du hin möchtest. Und alles, was Liebe betrifft, die Verbindung, wird sich hier auch vertiefen. Ich habe freudige Ereignisse für dich. Ich habe ein Geschenk für dich. Ein Geschenk kann auch eine Nachricht sein. Muss nichts Materielles sein. Kann aber wirklich auch sein, dass du zum Essen eingeladen wirst, zum Kaffee eingeladen wirst. Dass dir einfach eine nette Geste, dass dir eine Brotzeit ausgegeben wird. Ein Geschenk aber auch, wie gesagt, dass du einen Anruf bekommst, eine Nachricht bekommst. Liebe Worte sehe ich auf jeden Fall, die du bekommen wirst. Ich habe Komplimente für dich. Also hier. Es sind, werden auch Komplimente angezeigt, jetzt haben wir. Ne? Und da lass auch du deinen Charme. Ich sehe dieses Lächeln bei dir. Geh durch die Welt und egal wo du auch bist, ne, lächel einfach. Dein Strahlen, du hast so ein Lächeln, so ein wundervolles Strahlen in dir. Lächel in die Welt.
Du bekommst das Lächeln auch wieder zurück, das garantiere ich dir. Das, wo du misstrauisch bist, wird sich auch auflösen. Diese Ungewissheit, wo du sagst, irgendwas Verborgenes ist hier. Da ist irgendwas, was hier nicht ganz stimmig ist, da passt was nicht. Und ich habe hier so, ja, irgendwie, es ist so ein Geheimnis, ne? Dieses Geheimnis wird sich auf jeden Fall lüften und es wird sich aufklären, wo du denkst, und das ist dann auch dieses Geschenk für dich. Wow, Wahnsinn. Ich habe jetzt total kompliziert gedacht und habe mir das Schlimmste ausgemalt und das hier. Risiko, Schwierigkeiten, Hindernisse, mir was vorgemacht wird, was vorgetäuscht wird. Dass es hier ein Verlust ist. Nein, es ist nicht. Du hast das größte Glück bei dir, was Verbindungen betrifft. Und da ist dann die Eifersucht, das Misstrauen vielleicht, die Schwierigkeiten, Hindernisse, wo du denkst, oh mein Gott, das ist das, das und das und das, was du mit der Vergangenheit, was du auch schon mal erlebt hast, wieder verbindest und sagst, okay, wird genauso sein. Das ist hier mein. Nach dieser Legung ist es eine komplette Veränderung. Es ist was ganz anderes, also was Positives. Denn da, auch wo du misstrauisch bist, wirst du dann sagen, puh, hoffentlich erfährt es jetzt niemand, was ich jetzt hier für Chaos gedacht habe und negativ gedacht habe, weil so war es ja gar nicht. Du wirst dann selber sagen, oh mein Gott, ne? So selber so in den Kopf tippen und sagen, ach, nee, war ich doof. Weil. Geh bitte aber auch in die Verbindung mit dir selbst. Was ich aber auch sehe, lass dich von nichts und niemanden ausfragen. Weil das sind Fragen auch, die dir gestellt werden, die dich nämlich auch stressen, wo du ein bisschen unter Druck gesetzt wirst. Das sind so raffinierte Fragestellungen. Weil irgendwas von dir, erfahren werden möchte. Und da ist so dieses, diese Neugierde sehe ich sehr stark auch von anderen Personen aus in deine Richtung. Da ist nämlich auch Missgunst in deine Richtung wird gezeigt. Und da heißt es, achte bitte auch diese so auf raffinierte Fragestellung. Ne? Sei dafür ganz entspannt und sei dir selbst treu. Kannst du definitiv. Du hast das Glück bei dir. Ne? Weil hier ist nur das Außen, was dich versucht, aus der Ruhe zu bringen und deinem Ziel abzubringen. Aber du gehst deinen Weg. Egal, ob es die Liebe betrifft. Du wirst ja auch, was deinen Herzensmenschen, deinen Wunschpartner betrifft, auch da geht es voran. Wenn es vielleicht ja auch lang dauert oder gedauert hat, da haben wir auch, was hier gecuttet wird, der lange Weg. Ihr wisst leider, wir sind im Kollektiv, ne? Kollektivlegung. Kann ja nicht für jeden zutreffen, aber ich wünsche euch wirklich. Wir haben hier definitiv den Cut, die längste Strecke, auch die Durststrecke, auch im Finanziellen, ist hier komplett vorbei. Hier geht's aufwärts. Hier geht's jetzt rein wirklich ins Glück, in die Liebe, in die Fülle, im Allgemeinen. Auch mit deinem Herzensmenschen. Sei nicht misstrauisch. Folge deinem Herzen, weil dein Gegenüber wird auch seinem Herzen folgen. Und du kannst hier möchte die Verbindung geschlossen werden. Wenn du auch noch niemanden kennst, wird die Verbindung geschlossen. Wenn du einen Menschen schon bereits in deinem Herzen richtig fest drin hast, also richtig, ne? Dass ihr euch schon länger kennt, weil ich hier diese Beständigkeit habe zwischen euch, was die Liebe, die Gefühle zwischen euch betrifft. Aber da ist es so ein bisschen gedriftet vielleicht eine Zeit lang oder ein bisschen auf Hold gestellt. Aber da kommt wieder Bewegung rein. Absolut, Happiness pur. Na? Wie gesagt, lass dich nicht ins Zweifeln bringen, weil wenn du zweifelst an dir selbst, zweifelst, haben wir wieder buff, ganz blöde Zeitverzögerung. Ne? Und die wollen wir doch nicht. Wir wollen doch jetzt vor allem, nimm das jetzt und gönn dir was. Hier heißt es auch, gönn dir was Gutes. Mach dir einen schönen Tag. Seht das alles nicht so verbissen. Manche Sachen gehen auch nicht so. Aber hier habe ich mehr so von außen, dass dir das aufgelastet wird und dieses Verbissen, diese verbissenen, verbohren, diese Griesgram-Personen so um dich rum, die das auch so richtig auf dich projizieren wollen. Du musst jetzt genauso schlecht gelaunt sein wie ich. Ne? Also nicht wie ich jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Und das heißt es nicht. Nee, ablegen. Na, da heißt es, geh in den Rückzug rein und dann geht es alles in Ordnung. Ja, so ein kleines bisschen habe ich aber auch liegen. Bitte achte, strafzettelmäßig, egal wie du fährst, wie du parkst, na, dass du dann ein bisschen auf die Geschwindigkeitsbegrenzung achtest oder den Parkschein löst. Ja, das werde ich mir jetzt auch merken, weil das hatten wir vor einigen Wochen auch schon mal gehabt oder Monaten, dass ich da auch selbst nicht darauf geachtet habe.
Da, wie gesagt, so ein bisschen mit drauf achten, dass du auch nicht hastig bist, wenn du aus einer Pleitlücke rausfährst oder irgendwo, ne, es gibt auch Mauern, es gibt irgendwie Steine, die dann an der Seite irgendwie größere Steine sind, ne, also da ein bisschen drauf achten, dass du da dieses Konzentrierte, ne, deine Konzentration. Und sag dir einfach, ich habe Glück, ich weiß es, ich habe das Glück bei mir, so ist es, ne. So, jetzt schauen wir mal, was wir aus dem Kipper Tarot noch bekommen. Der reiche, gute Herr. Super, das hört sich schon mal gut an. Ne? Ich meine, adrett schaut er auch aus, wenn ich mir den anschaue. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Reicher, guter Herr, also hier, ne? Du wirst auch Unterstützung bekommen. Und auch dir wird auch Charme und Komplimente entgegengebracht. Da haben wir nämlich die Person auch schon dazu. Ich meine, wenn man ja, Komplimente bekommt, auch von einer männlichen Person, ist es auch schön, wenn wir die jetzt auch sehen, dass die auch mit dabei ist. Ne? Du wirst auf jeden Fall finanziellen Erfolg, schaut mal, was wir hier haben, was ich euch gesagt habe, finanzieller Erfolg. Es kommt auch ein Verehrer auf dich zu. Ne? Kann auch ein Kollege sein. Also da kannst du auf jeden Fall auch von Freunden her mit der Zuverlässigkeit rechnen, dass du Unterstützung bekommst. Und auch wenn es um deinen Herzensmensch, um deinen Wunschpartner geht, auch hier kannst du mit Unterstützung rechnen. Vielleicht nimmt er wieder Kontakt mit dir auf und hat dann hier auch die Lösung für dich parat. Na, dass ihr euch dann da vielleicht allgemein erstmal unterhaltet. Die Lösung ist dir garantiert. Unterstützung wirst du bekommen. Kann auch im Freundeskreis sein, familiär, definitiv. Und da tut sich auch was in der Liebe gewaltig, ne? Also da kommt wirklich Bewegung rein, weil du hast einen Verehrer. Sei es dein Wunschpartner, dein Herzensmensch oder auch jemand, den du noch nicht kennst. Ein Verehrer wird hier auf dich zukommen. Und da, wie gesagt, kann auch eine Blume sein oder ein freundliches Lächeln, ein ganz liebes Hallo. Und das ist dann auch schon, dann wird dein Herz so berührt, so, wow, ne? Da kommt Bewegung rein, weil hier wird auch was vertieft, hier tut sich was. Verbindungen wollen geschlossen werden. Das haben wir hier als ganz großes Thema, dass Verbindungen geschlossen werden. So. Und ich wünsche euch jetzt einen wundervoll schönen Tag, egal zu welcher Uhrzeit ihr das Video hier anschaut. Einen wunderschönen restlichen Tag, einen wunderschönen Abend. Egal was, ich wünsche euch alles, alles, alles Liebe und ganz viel Licht und Liebe. Fühlt euch umarmt. Tschüss!